werden sich in den Jahren nach 2014 die regulären Belastungen im Sozialetat nicht mehr defizitneutral darstellen lassen. Dies hat in diesem Etat, der von den Ausgaben für Rentnerinnen und Rentner, von Leistungen für Menschen mit Behinderungen, von Leistungen für Langzeitarbeitslose und ihrem Lebensunterhalt dominiert ist, strukturelle Gründe. Namentlich bei der Hilfe zur Pflege, aber auch bei den Leistungen für Menschen mit Behinderungen, wird allein schon die demografische Entwicklung zu mehr Belastungen führen. Aber auch noch andere strukturelle Faktoren hinterlassen ihre Spuren im Sozialetat. Werden beispielsweise die Mieten angehoben, steigen Gebühren für Wasser und Abwasser oder verteuert sich das Heizöl, führt dies zwangsläufig zu steigenden Kosten der Unterkunft. Herausforderungen ergeben sich aber auch, wenn die Tarifparteien Lohn- und Gehaltssteigerungen verabreden. Hier muss man wissen, dass die Entgelte in der Sozial- und Jugendhilfe zu 75% von Personalkosten bestimmt werden. Die Bürgermeister und Gemeinderäte unter Ihnen kennen diesen Mechanismus, insbesondere dann, wenn die Gebühren im Kindergartenbereich oder bei der Kleinkindbetreuung aufgrund gestiegener Personal- und Sachkosten angehoben werden müssen. Aber gerade bei diesem Beispiel gibt es natürlich einen Bezug zur Jugendhilfe. Für mehr als 2.300 Kinder übernimmt die Jugendhilfe ganz oder teilweise die Gebühren für Kindergarten, die Kinderkrippen oder die Kosten für eine Tagespflegeperson. Von daher dürfen uns die Diskussionen über die Personalausstattung und die Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte in diesen Einrichtungen, aber auch der Rechtsanspruch auf frühkindliche Bildung und Betreuung für Kinder unter 3 Jahre ab August 2013 nicht aus dem Blick geraten. Keine Frage. Hier geht es um die Zukunftschancen unserer Kinder, unserer Gesellschaft und unseres Wohlstandes, aber eben auch um viel Geld. Nicht nur bei den Gemeinden, sondern auch im Kreishaushalt. Eine weitere Sonderentwicklung, die die Haushaltsaufstellung 2012 im Sozialetat positiv gestaltet, beruht auf Mehreinnahmen bei der Eingliederungshilfe. Konkret geht es hier um die Abwicklung und die Abrechnung der Kosten einer auswärtigen Unterbringung von Auszubildenden mit Behinderung aufgrund von Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts vom Dezember 2009. Der weit überwiegende Teil der Fälle wird wohl im Haushaltsjahr 2012 zur Abwicklung kommen. Bei der Eingliederungshilfe sind deshalb einmalige Einnahmen einer Größenordnung von 1 Million Euro veranschlagt. Darüber hinaus beeinflusst noch ein dritter Punkt die Haushaltsplanung 2012, nämlich das Verhandlungsergebnis von Regierung und Opposition im Vermittlungsausschuss zum Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung von SGB II und SGB XII. Neben dem Teilhabe- und Bildungspaket, das in die Zuständigkeit der Kommunen gelegt wurde, gibt es auch Änderungen bei der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft, die aufgrund neuer Berechnungsmethoden in 2012 zunächst finanzielle Spielräume schaffen. Ob dies auch nach der Revision der Aufwendungen für Bildung und Teilhabe so sein wird, bleibt abzuwarten. Im Haushaltsentwurf 2012 haben wir die Mittel des Bundes für Bildung und Teilhabe jedenfalls erfolgsneutral dargestellt. Schließlich will ich noch 2 Rahmenbedingungen ansprechen, die unsere Verantwortlichen in der Sozial- und Jugendhilfe in hohem Maße beanspruchen werden. Zum einen geht es um die gerade heute auch wieder besprochene bevorstehende Umsetzung der Neuorganisation im SGB II. Zum anderen geht es um die Übernahme des Jugendamtes Weinheim. Ich kenne das hohe Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bin deshalb überzeugt, dass die jeweiligen Umstellungen ohne Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit gegenüber dem Kunden bewältigt werden kann. Und noch ein Wort zur Umsetzung von SGB II. Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation für Arbeitssuchende hat nicht nur viele organisatorische Änderungen mit sich gebracht, sondern auch den Zielvereinbarungsprozess auf eine neue, gesetzliche Grundlage gestellt. Neu ist insoweit, dass die Steuerung über gesetzlich normierte Ziele erfolgt. Der Bund-Länder-Ausschuss hat zwischenzeitlich auf einheitliche Grundlagen der Zielsteuerung verständigt. Die jeweiligen Werte für den Rhein-Neckar-Kreis sind mir allerdings noch nicht bekannt. Ich darf Ihnen aber heute bereits versichern, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir Sie bei diesem Prozess, insbesondere hinsichtlich der Diskussion um Zielwerte und Monitoring, intensiv beteiligen werden.
Soziales strategische Handlungsfelder identifiziert, die wir in 2012 mit den notwendigen Ressourcen zielgerichtet angehen wollen. So haben wir zum Themenkomplex Jugend unter strategischen Gesichtspunkten insbesondere das Handlungsfeld Kinderschutz für Kleinkinder und Integration, Sprachförderung und Elternbildung ausgewählt. Zum Themenkomplex Soziales würden die Handlungsfelder Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen gestellt. Zum Themenkomplex Bildung. Ziel ist die Zukunftssicherung der beruflichen Schulen durch eine Profilierung zu Kompetenzzentren bei gleichzeitiger Optimierung des Ressourceneinsatzes. Nicht alle Standard- und Bildungsgänge werden vom demografischen Rückgang der Schülerzahl in Baden-Württemberg gleichermaßen betroffen sein. So beeinflusst zum Beispiel die wirtschaftliche Entwicklung einer Region und damit das Angebot an Lehr- und Ausbildungsstellen diesen Prozess massiv. Um den damit für die beruflichen Schulen einhergehenden besonderen Herausforderungen, zum Beispiel in Bezug auf die flächendeckende Erhaltung unserer Bildungseinrichtungen, den Erhalt des bestehenden Konsenses zwischen den Bedürfnissen der Wirtschaft und den Eltern- und Schülerwünschen, den Ausbau von Studienberechtigungen verleihenden Bildungsgängen gerecht zu werden, hat sich die Verwaltung entschlossen, unter Beteiligung aller Akteure einen Schulentwicklungsplan für die beruflichen Schulen zu empfehlen. Entsprechende Angebote, die den Blick nicht nur auf den Rhein-Neckar-Kreis richten, sondern auch die möglichen Entwicklungen, insbesondere der Städte Mannheim und Heidelberg, sowie des Neckar-Odenwald-Kreises mit berücksichtigen, wurden eingeholt. Der Kreistag soll noch in diesem Jahr nach Vorbereitung im Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport über die Vergabe beschließen. Entscheidend für den Fortbestand und die Weiterentwicklung der Schulen ist natürlich die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen. Im laufenden Haushaltsjahr wurden aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation im Schuletat eine Kürzung um insgesamt 1,5 Millionen Euro vorgenommen. Bereits bei den Beratungen des Haushalts 2011 waren wir uns darüber einig, dass diese Kürzung nur auf dieses eine Jahr begrenzt werden sollte. Folgerichtig sieht der Planentwurf 2012 sowohl im Ergebnishaushalt mit einer Erhöhung um 1 Million Euro als auch im Finanzhaushalt mit einer Erhöhung um 0,5 Millionen Euro für die Unterhaltung und die Beschaffung von Vermögensgegenständen wieder das Niveau von 2010 vor. Bereits in meiner Rede zur Bewerbung auf die Stelle des Landrats habe ich als Schwerpunkt meiner zukünftigen Arbeit das Thema Klimaschutz genannt. Ziel muss es sein, als Rhein-Neckar-Kreis dafür Sorge zu tragen, dass unsere Umwelt auch für künftige Generationen erhalten und verbessert wird. Hierzu hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14. Dezember 2010 beschlossen, Klimaschutzleitlinien zu erstellen und die AVR Energieservice GmbH unter Mitwirkung der Kreisverwaltung und des eigenbetriebsbaren Vermögens mit deren Erarbeitung beauftragt. Eine Arbeitsgruppe, in der auch die Gemeinden des Kreises durch zwei Vertreter beteiligt waren, hat zwischenzeitlich einen Entwurf dieser Leitlinien vorgelegt, der nach Vorbereitung im zuständigen Ausschuss noch in diesem Jahr vom Kreistag verabschiedet werden könnte. Nach diesem Entwurf soll Klimaschutz durch die Verringerung von klimaschädlichen Emissionen und durch den Einsatz von erneuerbaren Energien mit dem Ziel der Entwicklung eines energieautarken Kreises bei der Strom- und Wärmeversorgung privater Haushalte betrieben werden. Weiter ist zum Beispiel beabsichtigt, auf der Basis einer CO2-Bilanz, die jährlich fortgeschrieben werden soll, und eines Wärmeatlases, im noch zu erarbeitenden Klimaschutzkonzept einzelne Maßnahmen konkret zu beschreiben bzw. Einsparpotenziale klar zu dimensionieren und mit Hilfe eines Controllings bzw. Evaluierungstools die Zielerreichung zu überwachen. Der Kreis befindet sich damit auf dem Weg, als erster bundesweit eine umfassende CO2-Bilanzierung auf Kreisebene durchzuführen. Der angestrebte Beitritt zur KLIBA schafft die Voraussetzung dafür, dass erstmals alle Einwohnerinnen und Einwohner des Rhein-Neckar-Kreises Klimaschutz- und Energieeinsparberatung unabhängig und kompetent nach kreisweit einheitlichen Standards in Anspruch nehmen können. Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sieht der Haushaltsplan deshalb im Ergebnishaushalt einen Ansatz von 2,1 Millionen Euro und im Finanzhaushalt für die Umsetzung investiver Maßnahmen einen Ansatz von 1 Million Euro.
der nach dem Gesetz zuständige Aufgabenträger fördert der Rhein-Neckar-Kreis seit Jahren mit großem Erfolg den öffentlichen Personennahverkehr. Der Kreis sichert damit die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Rhein-Neckar-Kreis und unterstützt nachhaltig die Mobilität seiner Kreiseinwohnerinnen und Einwohner. Durch ein attraktives, schnelles und sicheres Nahverkehrsangebot trägt der Kreis zum Umstieg vom Pkw auf umweltfreundliche Verkehrsmittel bei und mit seiner Kreisförderung mittelbar auch zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Für den laufenden Betrieb des ÖPNV stellt der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises seit 2004 einen gedeckelten Betrag von nahezu 3 Millionen Euro per anno zur Verfügung, der über das Förderprogramm des Kreises zur Zuschussung der Aufwandsdeckungsfehlbeiträge verwendet wird. Da die Ausschreibungsergebnisse für die Buslinienbüttel des Kreises in den vergangenen Jahren die aufzuwendenden Defizite für den ÖPNV erheblich reduziert haben, hat sich trotz der konstanten Zuschusssumme die Förderquote von zunächst 37% im Jahre 2004 auf dann 47% in 2008 erhöht.